Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Jungen Union, ich erinnere mich noch gut an den letzten Deutschlandtag in Bayern in Inzell. Paul Ziemiak wurde gewählt, ich wurde von der Jungen Union damals erstmalig fürs CDU-Präsidium vorgeschlagen. Also bayerische JU-Deutschlandtage oder besser JU-Deutschlandtage in Bayern sind immer was Besonderes. Das auch diesmal, nämlich ganz digital, und ich freue mich, digital dabei zu sein. Ihr habt ein paar Fragen und Anregungen geschickt und die schauen wir jetzt mal zusammen an und ich gebe dann eine Antwort und oder Einschätzung. Los geht's! Hallo, mein Name ist Angelika und ich komme aus Königstein im Taunus. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen Impfungen grundsätzlich ablehnen. Die einen glauben, ihnen wird etwas eingepflanzt oder gar ihre DNA wird verändert. Um die Frage zu klären, wie funktioniert der Corona-Impfstoff eigentlich? Also Angelika, das Thema des Impfens beschäftigt tatsächlich viele. Das haben wir auch in diesen Tagen wieder in den politischen Debatten gesehen. Zuerst einmal ist mir wichtig, eine Impfung ist ja der Weg raus aus dieser Pandemie. Ich finde es sehr ermutigend, dass wir mitten in diesem dunklen November, der ja auch mit vielen Einschränkungen und Maßnahmen verbunden ist, die vielen nicht leicht fallen, die Härten bedeuten, Licht am Ende des Tunnels ist. Wir haben wirklich berechtigte Hoffnung, Zuversicht, dass es einen Impfstoff gegen dieses neue Virus im nächsten Jahr geben kann und nächsten Herbst und Winter jedenfalls, bis hin, dass der Deutschlandtag stattfinden kann, dann tatsächlich wieder ganz analog, dass dann eben die Dinge wieder besser werden. Impfen ist eine Errungenschaft der Menschheit, aber, das sprichst du an, auch mit vielen Sorgen und Fragen manchmal verbunden, und deswegen wollen wir sehr transparent auch aufklären. Wir bereiten jetzt schon die Impfkampagne Informationen vor. Es gibt verschiedene Impfstoffansätze. Vektortechnologie zum Beispiel ist eine Technologie, die schon vielfach genutzt wird von verschiedenen Impfstoffen, die du schon kennst, die du wahrscheinlich selber auch schon verimpft bekommen hast. Oder die mRNA-Technologie, eine ganz neue, bisher bei Menschen noch nicht angewandte Impftechnik. BioNTech zum Beispiel und CureVac, zwei deutsche Biotechs, die ganz vorne mitspielen. Auch das ist ja eine ermutigende Nachricht. Jedenfalls, die sind mit dieser Technologie dran und ganz vorne mit dabei. Und das wird natürlich alles gut geprobt und erprobt in Studien. Bis zu 40.000 Probanden sind jetzt gerade in freiwilligen Studien, also Freiwillige, die sich gemeldet haben. Und das ist mein letzter und wichtiger Punkt und die entscheidende Botschaft. Es wird ein Impfangebot. Es wird keine verpflichtende Impfung geben. Ich bin sicher, die große Mehrheit wird sich freiwillig gerne impfen lassen. Und ich bin der Jungen Union super dankbar, dass sie in den letzten Jahren, immer wenn es ums Thema Impfen geht, auch mit in den Diskussionen gestanden und geholfen hat. Dass es heute eine Masernimpfpflicht für Gemeinschaftseinrichtungen an Schulen gibt zum Beispiel, das hat die Junge Union mit durchgesetzt auf dem Bundesparteitag. Ich habe es dann als Minister umgesetzt. Also die JU weiß, wie wichtig Impfen ist, auch in dieser Pandemie. Und dann wird es eben ein Impfangebot für alle im nächsten Jahr. Moin Herr Spahn, ich bin Philipp Geisler aus Hamburg und ich habe an Sie eine Frage zur Corona-Warn-App. Aktuell haben ja rund 22 Millionen Bürger in Deutschland die App heruntergeladen und wir sind damit aber immer noch weit entfernt von der Marke von 50%, die ja eigentlich notwendig wäre, damit die App wirklich effektiv Schutz bietet vor Corona. Außerdem haben wir immer noch das Problem, dass viele Menschen misstrauisch sind bezüglich ihrer Datenweitergabe. Viele Menschen teilen ihre Ergebnisse nicht über die Corona-Warn-App. Warum glauben Sie, ist das Vertrauen in die App immer noch nicht so groß wie beispielsweise in Google oder Apple bezüglich der Datenfreigabe der Menschen in Deutschland? Ja, lieber Herr Philipp, moin nach Hamburg zurück. Das ist ein Thema, das mich auch sehr umtreibt. Die Frage, wie halten wir es mit dem Datenschutz, auch im Verhältnis zu dem, was wir sonst so im Alltag machen. Zuerst einmal noch mal kurz zur Corona-Warn-App. Sie ist sehr erfolgreich, das erfolgreichste App-Projekt, die erfolgreichste neue App in Europa insgesamt seit vielen, vielen Jahren. Viele, die mitmachen, die sie runtergeladen haben. Wir machen sie auch beständig besser. Es warnen immer mehr, die ihr positives Ergebnis in die App eingeben, auch ihre Kontakte. Also in dieser Phase der Pandemie, in dieser zweiten Welle, hilft sie echt. Mehr als 3 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, vielleicht der ein oder andere von euch auch schon, hat auch sein Testergebnis direkt in die App hinein vom Labor mitgeteilt bekommen. Auch das macht ja einen Unterschied, wenn man schnell weiß, positiv oder negativ getestet. Und wir sind dabei, sie noch weiter zu verbessern. Der europäische Abgleich klappt immer besser im Austausch der Apps der verschiedenen Länder oder auch ein Symptomtagebuch, das wir mit integrieren. Trotzdem, gleichwohl, du weißt darauf hin, gibt es immer noch, obwohl das ja eine freiwillige und beim Datenschutz sehr zurückhaltende App ist, immer noch Debatten rund um den Datenschutz. Und eins treibt mich auch um als Bundesminister für Gesundheit. Viele sind bereit, viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, ihre Gesundheitsdaten jeden Tag mit Apple, Google, Amazon zu teilen. Jedes Mal, wenn ihr in die WhatsApp-Gruppe schreibt, ich glaube, ich habe heute Grippe, dann ist diese Gesundheitsinformation über euch auf einem amerikanischen Server. Und vielleicht erhaltet ihr ein paar Minuten später schon zum ersten Mal Werbung für Medikamente oder irgendwas, was mit Grippe zu tun hat, dann online, weil das sofort sozusagen diese Information zu Geld, zu Werbung und zu vielem anderen gemacht wird. Und dann, wenn es darum geht, dass wir in Deutschland Gesundheitsdaten anonymisiert zusammenführen wollen, um zu forschen, Krebsforschung, Diabetesforschung, die unterschiedlichsten Bereiche, dann gibt es immer ganz viel Gegenwehr. Ich bin unbedingt für Datenschutz, bin für Souveränität der Bürgerinnen und Bürger über ihre Daten. Aber mit Überwachungskapitalismus in den USA, da wird Geld
gemacht mit unseren Gesundheitsdaten. Und Überwachungsstaat in China. China zwingt zum Beispiel jedes Neugeborene, dass es genomsequenziert wird. Die sammeln riesige Gesundheitsdatenschätze staatlicherseits unter staatlichem Zugriff. Dem müssen wir ein europäisches Modell von Datenschutz und Datensicherheit gerade bei Gesundheitsdaten gegenüberstellen. Also der Bürger, die Bürgerin hat die Hoheit, aber dann muss es eben auch Anwendungen geben, etwa in der Forschung, wo wir dann einen Unterschied machen können. Und da bin ich der Jungen Union super dankbar, dass ihr diesen Kurs, soweit ich das jedenfalls wahrnehme, in den Diskussionen mittragt und mit unterstützt. Moin, ich bin Lennart Gänger und ich komme aus Bremen. Und ich würde gerne von Ihnen als junger Bundesminister wissen wollen, wo wir nach den 300 Milliarden Euro Schulden in Deutschland und dem gigantischen Hilfspaket an Europa wieder zurück zur schwarzen Null finden. Wo ist die Generationengerechtigkeit geblieben? Ja, lieber Lennart, wenn ich zwischen Alpenjodula und Schülerunionland beim Du bleiben darf. Vielen Dank für die Frage. Eine Frage, die mich im Übrigen auch und gerade in der Jungen Union immer umgetrieben hat. Wie halten wir es mit den Schulden und der Belastung der nächsten Generation? Ich war vor dieser Aufgabe hier im Finanzministerium als Haushaltsstaatssekretär bei Wolfgang Schäuble und wir haben zusammen ja die schwarze Null erreicht. Wir haben immer gesagt, in guten Zeiten müssen wir mit den Steuereinnahmen hinkommen. Das haben wir über viele Jahre geschafft. Das war immer und ist weiterhin Unionspolitik, in guten Jahren hinkommen mit dem Geld, um für schlechtere Jahre vorzusorgen. Und jetzt ist ein schlechteres Jahr. Wir haben den größten Wirtschaftseinbruch weltweit in der Geschichte. Und da wollen wir natürlich mit Schulden, übrigens auch für die junge Generation, mit Konjunkturstützung, mit Investitionsinfrastrukturprogrammen und mit dem Abfedern auch von sozialen Härten ja eine Perspektive geben. Die Schulden, die wir jetzt machen, sollen helfen, dass wir schnell auch aus der Krise rauskommen, wieder zurück zu Wachstum kommen und zu einer besseren Infrastruktur kommen. Und das ist ja dann auch im Sinne der jüngeren Generation. Und dann natürlich, wenn die Wirtschaft wieder wächst, es wieder besser läuft, dann muss auch das Schuldenmachen aufhören. Dafür übrigens steht nur die CDU-CSU.